Guten Tag. Guten Tag. Was sagen Sie zu dem Spektakel hier? Was sag ich? Was sagen Sie zu dem Spektakel? Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Das Seil war nicht lang, nicht? Das Seil ist nicht lang. Aber seit wann bist du dabei? Das wird schon erst 60 gewesen sein. 60? Oh, wie alt warst du 1960? So dran. Da bist du einer von der zweiten Generation. Weil das ist heute schon die 12. Generation. Ja, ungefähr. Und du bist von der 2. Generation, kann man sagen. Ja. Nein, dritte Generation. Nein, zweite. 1890 angefangen hat. Hallo Jobi! Grüß dich! Bist du auch ein Gründungsmitglied? Nein. Wie Rollwein? Nein. Was hast du noch ruf? Gar nichts. Woll, du hast... Hexenmarsch noch mal. Nein, du bist da. Faschingszeitung. Nix Faschingszeitung. Faschingszeitung. Journalist, oder? Nein, ich bin gar nicht gewesen. Können wir nicht die ganzen Faschingszeitung schreiben bei dir? Nein. Dieter? Nein. Woll. Nein. Etwas hast du da jetzt da? Nein, nichts, gar nichts. Ich weiß, leih Hexenmarsch. Ja. Immer, wie lange schon? 40 Jahre. 40 Jahre Hexenmaster. Ja. Ja, du bist schon mit 10 Jahren schon so. Ja. Wahnsinn. Wie der Gabriel. Ja, genau. Wo ist der überhaupt? Was? Ja, es ist ein Wahnsinn. Wir Postuler sind schon seit 25 Monaten auf dem Weg. Ja, wie auch immer. Immer der Ersten und Fleißigsten. Der ist nur am fleißigsten. Ja. Ich tat's alle Müll auf. Ich mach da einen gratis. Gratis. Wir schauen, ob sie es ausgeht. Die letzte, was ich verkaufe. Was ist da? Das ist aber gut. Schau erst mal, Jowi. Ich bin da schon eine Kraft. Du bist schon lange dabei als Zeitungsverkäufer. Ein paar Jahre, ja. Wie lange schon? Was ich jetzt schon? 16 Jahre. 16 Jahre, immer Zeit, immer derselbe Job. Ja. Und immer dieselbe Uniform. Wo hast du die her? Ja, das ist von alten Stutz Peppi. Albert Klaus? Nein, was der genau? Wie heißt du? Ina. Ina? Und wem gehörst du? Ja.
aber her. Du Hinterseher, oder? Hinterseher. Ja. Hinterseher Double. Bist du? Bist du Freddy? Die Lilli war das. Ja, ja. Boah. Du bist ja schon Posten gewesen. Ich war eben schon Posten, ja, mein Leben lang. Ja. Job wollte ich von dir auch nochmal, danke schön. Ja, also, promottes Leben. Sehr fein, sehr fein. Das, siehst du, ja. 8 in der Früh, das erste Bier. Das stimmt. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wow. Wie viel kostet die Zeitung heutzutage? 10 Euro. Nein. Ja. Wie viel hat die früher gekostet? Weiß ich nicht mehr. Hast du? Ab, das ist schon länger her wie gestern. Seit es Euro gibt, immer 10 Euro gewesen. Ja. Also nein, weiß ich nicht mehr so genau. Früher 100 Schilling. Aber was sagst du zu ihm? Ja. Schitschkaufverkleidung. Das ist real. Das ist total real. Zumindest die Kleidung. Der Inhalt weiß ich. Der Inhalt ist jetzt so real. Ja, was ist denn das? Kommt dir das bekannt für? Nein, kein. Das ist ein Wahnsinn. Das Bier schreit. Haben lernst. Jetzt hast du an die Hohe. Ja, genau. Ja, sehr interessant. So hatten die Posteler ausschauen sollen, Frega. Aber da seid ihr es auch durchgekommen. Nein, das ist sehenswert. Hey, der Yoga, das ist gut. Yogameister, bravo. Hast du Yoga gelernt? Ja, studiert. Ja. Studiert. Ja. 5 Jahre. Was sagt bravo? Das kannst du ja in 5 Jahren Yogalehrer wieder werden, nicht? Ja. Hörst du? Feitl. Seit wann hast du das jetzt übernommen? Du bist der Falte Sepp. Übernommen, gezwungen worden. Falte Sepp Seppi. Michael. Gezwungen worden. Falte Sepp Michael. Genau. Seit wann hast du das jetzt übernommen? Seit den Wahlen, weiß gar nicht, welche Wahlen, Oktober oder so. Wenn 1900. 1823. Nein, Mann, jetzt seit wie vielen Jahren hast du das jetzt? Wie viele Jahre? 4 Jahre sind bei uns. Du bist erst noch 4 Jahre vorbei jetzt. Nein, jetzt haben wir, jetzt kommen die. Ich bin gewählt worden jetzt, letztes Jahr. Ja. Und jetzt habe ich 4 Jahre vor mir. Und 4 Jahre vor dir? 4 Jahre vor dir. Also vier du bist Jahr. Der zukünftige Faschingschef. Ja, aktuell so, ja. Aha. Wie lange macht man auch so eine Periode? 3-4 Jahre. Also wie oft, ja, je nachdem wie Lust hast. 4 Mal. Norbert war öfter. Mal schauen. Der Norbert, wie lange war der? Norbert war glaube ich. 4 Mal. Glaube ja. So etwas. Und was bist du für Jahrgang? 95. 504, 20, 95. 28. Bis 2035. 40. 40. Bravo. Ja, ja. Super. Mal schauen, wie es wird. Es wird super. Grüß Gott fürs Filmen. Bitte. Das ist der Hexenwagen. Ja, der kleine aber. Wie viel habt ihr das Wagen? Drei Hexenwagen. Ja. Und du bist? Der Lucky. Bravo. Thank you.
Drei Wagen. Hey, lass mich aus. Jovi. Bravo, bravo. Ein Jovi für dich. Ein Jovi. Was sagen Sie zu dem Spektakel hier? Was sag ich? Was sagen Sie zu dem Spektakel? Ich finde das toll. Sie finden das toll? Ja. Ja, schon mal. Wo kommen Sie her? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und oh, da ist ja der Fasching noch viel größer als hier. Ja, Kölnraum, ja, das ist ja da ganz verrückt. Da. Ja, ja. Und wo wohnen Sie in Leutasch? Wie heißt das jetzt hier? Hier oben. Hausnummer. Name? Weiß ich so auch nicht mehr. Ist es ein Haus? Ja, ja. Ein Haus. Mhm. Sie wissen nicht, wo Sie wohnen. Doch, ich weiß wieder, wo das ist, aber hier so ein Stück hoch. Einfach ein Stück hoch. Ja, ja. Ja. Und hat das Haus einen Namen? Ja, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Sind Sie zu Hause auch in einer Faschingsgilde? Nein, bin ich nicht. Nein. Ja, dann ist das Leben ja traurig. Nicht? Ja. 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 Okay, viel Spaß. Gehen Sie auf die Loipe jetzt? Ja, ja, auch. Ja. Ja. Jetzt laufen Sie mal hinterher hier. Das wird noch ganz lustig. Dankeschön. Bitte, bitte. Scharfe Verein. Was ist jetzt vom Verein? Musik. Muss Mitbegründung im Verein sein. Jovi. Bist du Frau Verein? Ha. Was sagst du? Frau Verein bist du. Wovon? Ich werde schon wieder ein Kind. Ja, das ist die Julia. Ja, und der eine war die... Die Ina. Ja, das ist die Julia. Wie viele Kinder hast du? Ja, 5, 6er. Nein. Der Olga wäre Treftrager. Auf geht's. Abfahrt. Abfahrt. Hallo, guten Tag. Hallo, servus. Guten Tag. Und was sagen Sie zu dem Faschingstreiben hier? Ja, wir sind gerade erst dazugekommen. Wo wohnen Sie in Leutasch? Hier vorne. Sonnenpension. Sonnenpension? Ja, bei Neuners. Und zu Hause, wo kommen Sie her? Aus Pfaffenhofen an der Elm. Pfaffenhofen gibt es in Tirol auch? Ja. 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 An Amin. Das ist eine Halle da. Ja. Und Sie haben zu Hause auch Fasching? Ja, da ja. War es schon. Das war schon. Ja. Genau so ist es.
das Frau Gungler? Die Gunkelweiber. Gunkelweiber, ist seid ihr immer die Gunkelweiber? Ja, die weiß selber, die werden nicht hin. Ich bis ich trennt, Jobi. Ich habe gesehen, die Faschingszeitung hat Gunkelzeitung gefasst. Ehrlich? Ja. Seit wann denn? Ich habe mich vielleicht verlesen. Ja, da hast du verlesen. Gunkel, was heißt das, Gunkel? Ja, da sind sie früher zusammengekocht, weißt du, die Weiber. Die alten Zwiebeln. Die haben die ganzen Leute ausgerichtet, die ganz gemacht. Das ist dann heute die Jungen. Ja, das sind sie heute. Baptun. Mein Handy. Mein Handy, ja. Genau. Raus, Rudel. Raus. Rudel, jetzt wissen wir schon mehr. Ja. Das ist ins Rückstand. Ach so. Ja. Das stimmt. Da haben wir zwei Schirne. Das gehört zu als Nachbarn. Wir gehen schauen, das gehört zu als Nachbarn. Wir gehen als Nachbarn. Also, als Nachbarn. Also, ja, genau. Hallo. Hallo. Wie kennst du? Ich kann nach hinten. Ich kann zu der Presse oder Seefeldpresse. Ah, Seefeldpresse. Ja. Wie ist dein Name? Viviana. Viviana aus? Innsbruck. Achso. Wem gehörst du? Der Carmen. Carmen? Neiertz. Neiertz Carmen. Hausnummer? 346a. Weiß jetzt. Du weißt die Hausnummer nicht. Deine eigene Hausnummer? Doch. Ja. Aschbach 34. Aschbach 34? Ja. Und 346a? Ja, das, da ist meine Oma. Ja, siehst du, sag ja. Sag ja. Und als was bist, gehst du als Ministrant? Ja. Carmen Neiertz. Ja. Danke, noch ein Foto vom Löwen. Hallo. Hallo, die Oma ist auch da. Was sagen Sie zu dem Faschingsspektakel? Ja, ich bin zum ersten Mal hier dabei, aber ganz toll. Ja, Sie sind die ehrlich, Oma. Sie sind die ich Oma. Bin die Oma, das sieht man. Das ja. Macht ja nichts. Das macht nichts. Nee, und wo wohnen Sie in Leutasch? Ich wohne bei meiner Tochter hier. Da vorne gerade, Obern 26, aber ich komme vom Bodensee. Das ist das Holzhaus. Ja. Da vorne beim Holzhaus. Vom Bodensee. Jetzt gerade vom Bodensee. Ja, ich bin jetzt hier auf Besuch. Aha. Als Oma. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier das anschauen dürfen. Sie sind als Oma auf Besuch. Ja. Als Oma. Und das ist mein Enkelkind als Löwe. Super. Das ist mein Enkelkind, gell? Ach. Den haben wir heute zum Löwen gemacht. Hausnummer 26. Obern 26 C. C auch noch? Ja, gleich hier vorne an der Ecke. Gell? So. Danke, ciao. Wir Pebel ist so genial. Ja, eh. Ja. Wie bin ich mit den Scheiß rüber? Jetzt haben das gerade los, nicht. Wir reden weiter, wir haben gefahren. Wir haben gefahren. Das hier, ha? Ja. Ja, du bist einfach bei jedem Umzug der Fischerste. Ja, genau. Das ist gestylt, immer gestylt. Haben seinen Sinn. Ja, also hast du hier, wenn Skier ist, ist Skier. Genau. Und halt ist einmal umbauen. Dann los. Erste Warmittag. Erste Warmittag.